Ja, einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sowohl am Podium als auch im Zuschauerraum. Herzlich willkommen bei der, achten Gesprächsreihe der netzpolitischen Serie mit der Grünen Bildungswerkstatt. Das Ziel unserer Veranstaltungsreihe ist die digitale Revolution, das digitale Zeitalter in verschiedenen Aspekten zu beleuchten und zu schauen, in welche Richtungen und welche Fragen sich daraus ergeben. Wir haben bereits Veranstaltungen zur Überwachung gemacht, wir haben Veranstaltungen zum Thema, wie geht mit Hassgruppen in dem Fall, mit Antifeminismus um und so weiter und so fort. Open Data war auch schon ein Thema. Heute wollen wir Digital Education besprechen. Was bedeutet das digitale Zeitalter für die Bildungspolitik? Gerade in der Bildungspolitik stellen sich selbstverständlich ganz neue Fragen und wie jeder gestandene Grüne, so habe auch ich in meinem Freundeskreis natürlich viele Lehrer und Lehrerinnen und da merkt man schon, man hört dann manchmal so Sätze wie, die können damit umgehen und ich habe keine Ahnung, wie die das machen, oder man hört Sätze wie, ich verbiete ihnen jetzt alle das Handy. Und dann stellt sich die Frage, ist das der richtige Ansatz, ist das die Logik, die sozusagen damit zu tun hat, dass Schüler und Schülerinnen das Wissen des gesamten weltweiten Netzes in ihrer Hosentasche mithaben. Das wollen wir heute diskutieren. Und ich begrüße ganz herzlich, und ich fange jetzt ganz rechts an, obwohl man Ladies First immer machen soll, aber der Reihe nach, damit es dann auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen logisch ist, sowohl die das Video sehen, also die jetzt da sind. Christian Swerz, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der Uni Wien und Universitätsprofessor für Medienpädagogik. Danke fürs Hiersein. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Heidrun Strohmeier vom Bundesministerium für Bildung und Frauen und ist verantwortlich für den gesamten Bereich IT. Links von mir Sonja Gabriel. Sonja Gabriel ist Lehrerin der Sekundarstufe und von der Pädagogischen Hochschule in Wien und Institut für Forschung und Entwicklung in der Lehrerinnenausbildung. Und Harald Walzer ist Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Grünen. So, herzlich willkommen einmal. Ja, was sagt ihr, wenn eine Lehrer und Lehrerin aus eurem Freundeskreis kommt, wer immer anfangen möchte, und sagt, ich verbiete jetzt meinen Schülern und Schülerinnen das Handy, das ist einfach mühsam. Was sagt man denen am besten? Viel Spaß. Ins Mikrofon bitte, ins Mikrofon bitte. Das ist für die Filmaufnahme ganz wichtig. Das ist meistens genauso erfolgreich, wie mir als Kind verboten worden ist, nachts Bücher zu lesen, damit ich morgens irgendwie ausgeschlafen bin, weswegen man dann irgendwie unter der Bettdecke mit der Taschenlampe gelesen hat. Inzwischen würde man das wahrscheinlich irgendwie mit einem Netbook machen oder einem E-Book irgendwie, dann braucht man auch keine Taschenlampe mehr, das ist ganz praktisch. Die Empfehlung würde also in die Richtung gehen, irgendwie zu sagen, okay, wenn die Leute, die Kinder die Geräte eh mitbringen, dann sag ihnen doch, sie sollen die benutzen zum Lernen. Das sind wunderbare Lernmedien, mit denen man auf jede Menge interessanten Inhalt zugreifen kann und es lässt sich sehr wohl ausgezeichnet ganz vielfältig in den Unterricht einbinden. Was sagen Sie einer Lehrerin, die sagt, ich verbiete jetzt meinen Schülerinnen das Handy? Ja, ich würde etwas Ähnliches antworten wie mein Vorredner. Es funktioniert nicht. Selbst wenn man Kindern, Jugendlichen sagt, sie müssen das Handy abgeben, die sind schon so schlau, dass sie ein altes Zweithandy abgeben und dann ihr tolles Smartphone gut versteckt und wirklich sicher irgendwo aufbewahren und halt dann in der Pause oder auch während des Unterrichts dann rausnehmen und Dinge damit machen, die man vielleicht nicht so möchte. Außerdem denke ich, Medienkompetenz ist so ein Schlagwort in unserer Zeit und ich kann doch nicht einfach die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen aus dem Klassenzimmer raussperren. Ich sollte reinholen und ihnen schauen und ihnen zeigen, was kann ich Vernünftiges damit machen. Ein Smartphone kann viel mehr, als dass ich nur damit jetzt im Internet surfe, auf Facebook irgendwie die neuesten Nachrichten check oder irgendein Spielchen spiele. Also da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen.
Ja, also es ist eh schon recht viel gesagt, aber ich würde auch also so ähnlich antworten. Ich glaube auch, dass es nicht funktioniert. Weil die Frage ist ja nicht ganz neu, die wird immer wieder so in regelmäßigen Abständen gestellt. Was ich schon glaube, was wichtig ist, ist, dass man an der Schule, ich glaube, es ist auch chancenlos, als einzelne Lehrerin oder einzelner Lehrer da zu versuchen, was, bin ich zu weit weg, zu versuchen, da für sich eine Regelung zu finden, sondern das ist einfach eine Regelung, die man an der Schule im Zusammenhang mit dem Einsatz des Handys halt haben sollte, wann und wie und wo man das einsetzt, und dann sollte man halt auch schauen, dass das Commitment da ist, das dann auch einzuhalten, letztendlich auch die Lehrerinnen und Lehrer, weil man hört ja ab und an auch von Kolleginnen und Kollegen, die während dem Unterricht sozusagen angerufen werden und dann abgelenkt sind und selber telefonieren. Harald, du beobachtest das Ganze ja auch aus der politischen Ebene. Gab es eigentlich schon Forderungen von Politikern nach Handyverbot in der Schule oder so ähnliches? Natürlich gibt es diese Forderungen. Aber ich kann ja auch als Lehrer reden, da habe ich ähnliche Erfahrungen gehabt. Und als Schuldirektor vor allem die große Panik jeweils in der Schule bei der Matura. Das große Abfassen aller Handys und dann die Zweithandys, wer hat wo was. Und was tun wir auf dem Klo? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also das zeigt, wie brüchig jetzt dieses System der Wissensvermittlung, nicht Bildungsvermittlung, ist, das wir derzeit haben. Wenn ich jetzt daran denke, dass in Kürze die Google-Brille auf den Markt kommt, dass Expertinnen und Experten damit rechnen, dass man die Google-Brille sozusagen über die Hornhaut implantieren kann, dass wir künftig gar keine Brille mehr brauchen, dass das gesamte Weltwissen verfügbar ist, in einer Form, ohne dass es der andere merkt, dann werden wir uns für die Schule andere Notwendigkeiten überlegen müssen. Also das wird zu einer Revolution führen. Und Schule als reine Wissensvermittlungseinrichtung, das hat ausgedient, das ist vollkommen klar. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir Kompetenzen nennen und den Umgang damit. Und das wird die zentrale Herausforderung sein. Ja, vielen Dank. Aber wie schauen diese Herausforderungen aus? Was ist eigentlich jetzt der Status quo? Und da fange ich gleich mal mit dem Ministerium an. Was ist derzeit aktuell vom Lehrplan, von Maßnahmen, von Möglichkeiten, jetzt gerade aktuell, was passiert in den Schulen heute? Naja, es sind ja einige Aspekte eigentlich jetzt sehr dezidiert schon angesprochen worden, nicht? Es geht um Kompetenzen, jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen draußen diskutiert, digitale Kompetenzen, Medienkompetenz, was ist das eine, was ist das andere, überschneidet sich das. Ich glaube, es ist erstens wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend in der Schule auch bestimmte Kompetenzen vermittelt bekommen, dass sich die Schule halt dieser veränderten Leben Wirklichkeit stellen muss, ist klar. Und das hängt natürlich eng mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Und daher glaube ich, dass die Initiativen, die wir da jetzt setzen im Bereich der Lehrerinnenbildung, einmal ein ganz wichtiger Aspekt sind. Ich glaube aber auch, dass ein wichtiger Aspekt... Entschuldigung, was sind das für Aspekte in der Lehrerinnenbildung? Was passiert da konkret? Naja, es ist zum Beispiel wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend in der Ausbildung auch diese Inhalte, sich auseinandersetzen, gewisse Inhalte vermittelt bekommen, damit sie selber dann was vermitteln können, sensibilisiert werden, auch in Richtung Medienkompetenz. Der Herr Professor Swerz kann da wahrscheinlich mehr und fundierter darüber sprechen. Aber ich glaube einfach, dass so ein kritischer und reflektierter Umgang mit Medien ein wichtiger Aspekt ist. Daneben sind gewisse Skills, wir haben diskutiert, die man braucht, um im Berufsleben zu bestehen, wichtig, aber wahrscheinlich auch Fertigkeiten und entsprechende Kompetenzen, die sozusagen als mündiger Bürger oder Bürgerin gefragt sind. Das sehe ich jetzt als Herausforderung an die Schule. Und wer vermittelt das und wer sind die Schlüsselpersonen, die Lehrerinnen und Lehrer? Also ich glaube, dass da ein wichtiger Schwerpunkt ist, den wir auch setzen, wo wir uns sehr bemühen, trotz wahrscheinlich nicht immer der, wie soll ich sagen, freundlichsten Rahmenbedingungen. Jetzt im Regierungsprogramm ist es auch eine Maßnahme, die auch in die Richtung geht, wo dieses Thema zumindest einmal da ist. Und
Und ich glaube, ein anderer wichtiger Aspekt, ein zweiter zum Beispiel, den ich nennen möchte, ist auf jeden Fall, dass man durch den Einsatz von Technologie auch die Qualität beim Lernen und Lernen, wenn man das bewusst macht, verbessern kann, dass da ein Potenzial drin ist für Schulentwicklung, für neue Lern- und Lehrmethoden. Es ist ja angesprochen worden, wie ändert sich das? Ist der Lehrer oder die Lehrerin die allgemeine allgemeine allwissende Person, die man fragt? Nein, natürlich schon lange nicht mehr. Ich war selber arme Lehrerin und habe Informatik unterrichtet und habe auch damals schon erlebt, dass natürlich Schüler und Schülerinnen, eher Schüler, was besser gekonnt haben als ich. Aber wenn man das nützlich instrumentalisiert, unter Anführungszeichen, und selbstbewusst damit umgeht, kann das schon ein Mehrwert sein. Und ich glaube, da gebe ich jetzt noch andere Aspekte, aber ich will nicht zu lang reden. Ich glaube, die zwei sind einmal ganz, also diese sind einmal ganz wichtig. Wie schaut es denn aus auf der pädagogischen Hochschule in der Ausbildung mit den digitalen Medien umzugehen? Wie stark ist das aus Ihrer praktischen Erfahrung schon implementiert? Es ist derzeit implementiert, also sowohl für die Volksschule als auch für die neue Mittelschule gibt es bei uns Lehrveranstaltungen, wo eben unsere Studierenden lernen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, vor allem auch medienkritisch umzugehen. Das ist ja etwas ganz Wichtiges. Eben und auch, wie vermittle ich das dann meinen Schülern und Schülerinnen? Also hier gibt es einige Lehrveranstaltungen, meiner Meinung nach noch etwas zu wenig. Und was ich sehr stark befürworten würde, ist, dass das auch mehr in die Fachdidaktik noch hineingeht. Also dass man dort auch in Englisch, in Deutsch, in Mathematik noch stärker die Medien hineinholt, einfach dort zeigt, okay, im Fachunterricht, was kann ich mit den Medien machen, welche Vorteile bringt mir das dann? Wie kann ich auch kreativ sein mit Medien? Medien bieten ja ein enormes Potenzial für Kreativität und dass das noch stärker ausgeschöpft wird. Wir sind jetzt momentan im Umbruch und in der neuen Curriculumsentwicklung für die Pädagoginnenbildung neu. Und ja, ich hoffe sehr stark, dass da Medien wieder einen guten Platz drinnen finden, damit wir unseren Studierenden wirklich auch das Handwerkszeug geben können. Weil es ist nicht einfach. Und was halt noch stärker sein muss, ist auch, dass sich die Rolle des Lehrers, der Lehrerin völlig verändert. Man wird viel mehr zum Lernbegleiter und nicht mehr zu diesem Wissensvermittler. Aber das ist etwas, ja, was ich auch lernen muss. Das ist mir auch anfänglich in der Schule noch schwer gefallen, dass ich eben mich zurücknehmen muss, sagen muss, okay, meine Schüler, Schülerinnen finden gewisse Sachen sehr leicht, haben das Rüstzeug, sie haben das Internet, sie haben immer alles, ich muss auch meine Aufgabenstellungen dementsprechend anpassen. Ich kann jetzt nicht mehr für Englisch irgendwelche Übersetzungsvokabeln abfragen. Das bringt nichts, ich muss selbst auch kreativer werden. Also, das ist für mich ganz wichtig. Aber ein Thema wird ja sicher auch sein, der Digital Gap zwischen Lehrer und Lehrerinnen, die schon länger im Geschäft sind, sage ich mal, die schon länger Lehrer und Lehrerinnen sind und mit Schülern und Schülerinnen konfrontiert sind, die viel besser wissen, wie damit umzugehen ist, also als sie selbst. Vielleicht irgendwie kurz zum Status quo. Es ist ja im Moment so, dass es schon relativ viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sehr engagiert arbeiten, die sich mit neuen Möglichkeiten auseinandersetzen und die auch kreativ im Unterricht aufgreifen. Das wird ja auch alle Teilen praktiziert und es gibt ganz viele Communities in Österreich, die sich mit verschiedenen Herangehensweisen und Techniken in der Hinsicht beschäftigen. Das kann man irgendwie ganz positiv sehen. Es gibt natürlich auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die das nicht machen. Nicht alle arbeiten engagiert. Das ist wahrscheinlich in jedem Beruf so, dass nicht alle, die einen Beruf haben, irgendwie engagiert arbeiten. Das gibt es in der Politik auch. Das soll es in der Politik auch geben. Also von daher ist es jetzt nicht überraschend, irgendwie, dass Lehrer jetzt alle irgendwie... Okay, also es findet im Moment da schon einiges statt. Es wird viel ausprobiert, es wird viel kommuniziert, es wird viel gestaltet. Ich bin, was die Zukunft angeht, nicht sehr optimistisch. An der Universität wird das definitiv so sein, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung nichts
mitbekommen werden. Es wird keine Lehrveranstaltung zur Medienproblematik im Lehramtsstudium geben. Es wird keine Lehrveranstaltung zum Umgang mit Computertechnologie geben. Das soll in den Fachdidaktiken mit unterrichtet werden. Wie weit jetzt aber in den Fachdidaktiken die entsprechenden Kompetenzen vorhanden sind, sozialen und kulturellen Auswirkungen von Medientechnologien zu verstehen, würde ich aber zu bezweifeln wagen. Das mag auch in den pädagogischen Hochschulen sich nicht ganz so positiv entwickeln. Die PH Wien hat gerade irgendwie das Zentrum für Medienbildung geschlossen. Von daher bin ich nicht so sehr optimistisch, irgendwie, dass diese Ideen da auch entsprechend weiter transportiert werden. Das wird also stark darauf hinauslaufen, dass bestehende Strukturen reproduziert werden. Das ist auch was in der Diskussion bisher irgendwie sehr stark im Mittelpunkt gestanden hat. Wir orientieren uns an dem, was die Schülerinnen und Schüler jeden Tag machen, und wir orientieren uns an dem, was gesellschaftlicher Bedarf ist. Was gesellschaftlicher Bedarf ist, heißt ja in der Regel, wenn das so gesagt ist, die Wirtschaft will das. Das ist legitim, reicht aber eigentlich als Legitimation für den Transport von Inhalten in die Schule nicht aus. Gewöhnlich fordern wir eigentlich, dass Schule mindestens eine Wissenschaftsorientierung aufweist. Und wenn man die Medienthematik mit einer Wissenschaftsorientierung in die Schule reinbringen will, müsste man Medienkunde als Unterrichtsfach einführen, naheliegenderweise. Oder dass die Thematik im Blick auf die Bildung des Menschen unterrichtet wird. Das kann man mit Medien sehr wohl machen. Computertechnologie ist ausgezeichnet dazu in der Lage, zur Bildung des Menschen beizutragen. Wenn ich aber nur darauf achte, was jetzt gerade der ökonomische Bedarf ist und daraufhin eine reine Informationsvermittlung mache und eine Auseinandersetzung im Blick auf ein Wissen über die Technologie gar nicht da reinbringe, dann lande ich dabei, dass die Schülerinnen und Schüler zu Bedienern der Maschine werden, ja, und Bedienkompetenzen erwerben, sich aber nicht der Maschine bedienen können und die Maschine beherrschen. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, dass wir die Maschinen beherrschen, dass wir die Maschinen kontrollieren und dass wir die zu unseren Zwecken benutzen können. Und in der Hinsicht würde ich jetzt sagen, da können die Schülerinnen und Schüler noch eine Menge lernen. Ich habe bisher irgendwie wenig von diesen sogenannten Digital Natives gesehen, die von der Technologie irgendwie auch nur eine rudimentäre Vorstellung haben, geschweige denn irgendwie damit sinnvoll umgehen können. Die können schnell klicken. Okay. Ja, aber auf was die da klicken was man da sich irgendwie aneignet, wie das zu bewerten ist, wie ich das möglicherweise auch arrangieren kann oder auch nur, wie die Technologie funktioniert, wissen die in der Regel nicht. Und da sehe ich irgendwie einen ganz erheblichen Bedarf, denn wenn ich das nicht weiß, bin ich an die Maschine ausgeliefert. Da kann ich die nur so nehmen, wie sie ist, und muss mich an die Forderungen der Maschine anpassen. Und das ist ja etwas, was im Moment sehr stark transportiert wird. Und das hat dann einen weiteren Nebeneffekt, den ich sehr unangenehm finde. Wir haben ja ein erhebliches Problem mit dem Segregationseffekt von Schule. Das heißt, die Reproduktion von sozialer Ungleichheit und die Verhinderung von sozialer Durchlässigkeit ist ja ein Problem, das jetzt in Österreich oder insgesamt im deutschsprachigen Raum nicht zuletzt durch die Dreigliedrigkeit des Schulsystems besteht. Und im Moment sieht es so aus, es gibt sehr, sehr starke Tendenzen, dass diese Unterteilung und diese Reproduktion von sozialer Ungerechtigkeit mithilfe der neuen Medien fortgeschrieben wird. Also eine Auflösung oder ein flexibler Umgang im Blick auf mehr Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und Ähnliches sehe ich da im Moment eigentlich nicht. Ja, ich kann diesen Befund leider nur unterstreichen. Ich sehe die Situation und die Entwicklung hier auch sehr problematisch in den letzten Jahren. Wir haben da auch versucht, ein bisschen gegenzuarbeiten, indem wir eine indexbasierte Mittelzuteilung an die Schulen fordern. Das heißt, dort, wo großer Bedarf ist, dort muss mehr investiert werden. Ich sehe das selber als Gymnasialdirektor. Wir sind wirklich bestens ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Und Hauptschulen, neue Mittelschulen daneben haben also wirklich auch, was die Hardware anlangt, schon sehr, sehr große Probleme. Vielleicht einen Aspekt, der auch dann in die Ausbildung führt. Ich fürchte, das Chaos, das da produziert worden ist, jetzt in der Lehrerinnenausbildung. Welche Aufgabe haben denn überhaupt die pädagogischen Hochschulen in Zukunft? Wird dort überhaupt noch SEC 1 ausgebildet, also die Schülerinnen für die neuen Mittelschulen? Ich bezweifle das. Ich glaube, die Entwicklung geht sehr stark dahin, dass aufgrund dieser
ich nenne es mal eine Murks-Konstruktion, die da gemacht worden ist, und die Verpflichtung, miteinander auf Augenhöhe zu reden. Das Problem ist, die Uni und die PH reden so übereinander, die sehen es sich gar nicht. Und die pädagogischen Hochschulen sind hier eigentlich den Universitäten ausgeliefert. Und hier wird künftig auch sehr viel Know-how verloren gehen, weil in Wien, meines Wissens, gibt es überhaupt keine wirkliche Kommunikation. In Westösterreich ist es ein bisschen besser, in Linz hat man große Pläne, aber im Großen und Ganzen funktioniert diese Neukonstruktion nicht. Und von daher ist es natürlich dann auch schwer, diese Notwendigkeiten, diese dringenden Notwendigkeiten in Richtung Medienerziehung da als Lehrinhalte an den Hochschulen zu verankern. Also hier haben wir derzeit, glaube ich, keine optimale, vorsichtig ausgedrückt, Situation. Und insgesamt ist auch dieses zuletzt angesprochene Auseinanderklaffen ein Thema, dem wir uns da, glaube ich, intensiver widmen sollen. Die soziale Kluft an den Schulen wird größer, Österreich noch stärker als Deutschland, aber beide deutschsprachigen Länder sind, was soziale Gerechtigkeit anlangt, inzwischen Schlusslichter. Bezogen auf die Schule, hier wird kaum wo wird Bildung so stark vererbt wie bei uns. Und wenn wir hier nicht bewusst gegensteuern, auch was die Ausstattung mit Hardware, wie gesagt, anlangt, dann fürchte ich, werden wir diese entscheidenden Schritte nach vorne nicht machen können. Ja, ich meine, vielleicht jetzt gleich einmal zur Ausstattung, da kann man Sie beruhigen. Es ist nämlich nicht so, dass die AHS besser ausgestattet ist als die Pflichtschulen. Also die Volksschule klammere ich da jetzt aus, weil die ist natürlich anders ausgestattet und zugegebenermaßen ist dort natürlich diese Quote, die da immer so ein Benchmark ist, wie viele Schüler pro Computer sozusagen, und da gibt es auch andere Kriterien, aber natürlich nicht so nieder sozusagen. Aber in Wirklichkeit ist in der Sekundarstufe 1 zwischen den neuen Mittelschulen oder den Hauptschulen und der AHS eigentlich nicht dieser angesprochene Unterschied. Aber ich glaube trotzdem, dass es natürlich auch da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ich meine, vielleicht auch gleich da so ein Sidestep zu dieser Frage der Ungerechtigkeit. Ich meine, ich sehe da im Moment jetzt nicht so stark sozusagen, dass die Schule im Zusammenhang mit IT da was verstärkt, was schon da ist. Ich glaube aber, dass es ein positives Potenzial gäbe, gerade in dem Bereich auch Schwache zu fördern, das optimierbar ist. Also ich glaube, dass man durchaus auch hergehen könnte und sagen könnte, wo sind denn die Potenziale von neuen Technologien und Medien, wo man da zum Beispiel eben Förderbereich, kann man da viel machen, Individualisierung als Stichwort, man kann wirklich auf den einzelnen Schüler oder Schülerin bezogen Programme machen, wo die selber auch außerhalb des Unterrichts was üben können, da gibt es, glaube ich, wirklich zahllose Möglichkeiten, die man noch besser ausschöpfen könnte. Wo ich glaube, dass das auch eine Herausforderung für die Schule ist, da die Technologie so einzusetzen. Es gibt natürlich eine relativ schmale Gruppe von Kindern, die aus Familien kommen, die selber nicht so gut ausgestattet sind, respektive auch keinen Internetzugang zum Beispiel. Die ist ja in Österreich relativ gering, diese Gruppe. Aber natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Kinder mit Migrationshintergrund, diese Haushalte sind sicher die, das sieht man ja an diesen allgemeinen Statistiken sehr gut, dass die, das wahrscheinlich eh auch, wissen Sie eh alle, dass die auch nicht so ans Internet angebunden sind. Ich sehe allerdings das Problem mit dem Gap sehr stark in Bezug auf die Erwachsenenbildung und die ältere Bevölkerung. Das möchte ich auch dazu sagen. Also wenn man Technologie zum Bildungsthema macht, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man über den Tellerrand der Schule blickt und diese Problematik in der älteren und weniger gebildeten Bevölkerungsgruppe sieht, weil dort sind wirklich diese sogenannten Offliner, unter Anführungszeichen gab es eine Konferenz, die so geheißen hat, darum erinnere ich mich auch sehr gut. Zu dieser Bedienfrage, die Sie irgendwie da so in den Raum gestellt haben, also die lernen nur die Bedienung der Technik, da hätte ich jetzt weniger Angst, weil es gibt ja ein Leitprinzip, das heißt Kompetenzen, Kompetenzorientierung, und daher sozusagen zielt natürlich schon irgendwie auch
der Inhalt und die Definition für digitale Kompetenzen darauf ab, dass man Wissen hat, das man anwenden kann, und sehr wohl ist da auch der kritische und reflektierte Umgang mit den Medien ein Thema, wir haben eh vorher schon gesprochen. Ich meine, bei der Ausbildung ganz kurz noch, das stimmt natürlich, da ist eine starke Konkurrenz der verschiedenen Querschnittsthemen, ja, die in diese allgemeinen Fachbereiche dieser Curricula von den Studierenden sozusagen im Moment gerade hineindrängen. Und da haben sie von politischer Bildung, Gesundheitserziehung, Erziehung zur Gleichstellung von Männern und Frauen und so weiter, diese sogenannten Unterrichtsprinzipien. Und was ich da ein bisschen wahrnehme, ist, dass die da keinen Platz, dass sich die konkurrenzieren und dass es schwer ist in diesen Ausbildungscurricula, dass da alles reinkommt. Darum glaube ich, dass es ganz wichtig ist, neben der Ausbildung auch noch oder in dieser Phase, wo sie schon berufspraktisch sind, die Studierenden dann auch eben in den Fächern, das glaube ich schon richtig, was die Kollegin Gabriel sagt, weil was ich wahrnehme ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen das zu Hause alle haben, ihre Reisen vorbereiten, ihren Unterricht vorbereiten, die Skills sind ja, diese Fertigkeiten haben, hat ja die erwachsene, gebildete Bevölkerung in Wirklichkeit doch schon zu einem relativ hohen Prozentsatz. Aber sie wenden es dann im Unterricht, sie thematisieren es nicht so gern im Unterricht und wenden es dort nicht an. Und darum glaube ich, wenn man jemanden überzeugen kann, dass er in Geschichte, in seinem Fach dann Mehrwert hat und sinnvolle Modelle und Hilfestellungen bekommt, also das ist bei uns zumindest auch ein starkes Thema. Ja, ich hoffe, das waren so viel, nichts vergessen, aber ich habe schon lang gesprochen. Es gab da ein Lachen kurz, ein Zucken. Ja, vielleicht irgendwie drei kurze Bemerkungen. Das eine ist, Hardware-Ausstattung würde ich nicht für ein ernsthaftes Problem halten. Um den Umgang mit Wissen zu lernen, brauche ich keine Computertechnologie, tatsächlich in der Schule. Die Modi des Umgangs mit Wissen kann ich ohne weiteres auch so vermitteln, und Konzepte dafür, die jetzt genannt worden sind, die sind im Schnitt so ungefähr 100 Jahre alt. Also da haben wir nicht wirklich irgendwie eine ernsthafte neue Herausforderung. Das Zweite ist, die Hardware-Ausstattung in den Familien unterscheidet sich zumindest nach den Untersuchungen, die wir bisher in Österreich gemacht haben, nicht wesentlich zwischen den sozialen Schichten. Wenn es Familien gibt, die keinen Fernseher oder keinen Internetzugang haben, dann sind das eher sehr gebildete Schichten von Eltern, die eine hohe Buchaffinität haben und die sagen irgendwie, das ist alles irgendwie ein Groll sozusagen irgendwie, und das sollen meine Kinder irgendwie nicht lernen, und das dann den Kindern irgendwie, also das kommt dann in der Familie einfach nicht vor. Und das führt zu was Drittem, der Umgang mit dem Wissen macht gerade vor familiärem Hintergrund, zumindest nach den Untersuchungen, die wir so kennen, den erheblichen Unterschied. Das hieß mal Wissenskluft-Hypothese, irgendwie läuft jetzt das Social Gap, man kann das auch mit sozialem Kapital in Verbindung bringen. Die Verfügbarkeit von Wissen ist da, aber damit umgehen zu können und operieren zu können, das unterscheidet sich in den unterschiedlichen sozialen Schichten erheblich. Und das ist natürlich etwas, was man sehr wohl lernen kann und wo man natürlich auch Schülerinnen und Schüler spätestens ab dem Volksschulalter, am besten ab dem Kindergartenalter schon, und es ist ja nicht so, dass Kindergartenkinder irgendwie nicht Fernsehen oder mit Computern umgehen würden, vermittelt, wie man mit so einem Wissen operieren kann, sodass man das beherrschen kann und das als Herrschaftsmittel auch einsetzen kann. Es gab da, glaube ich, noch den Wunsch. Ja, ich kenne nur, ich meine, wir wissen ja eigentlich über die Ausstattung diverser Schulen relativ wenig. Es ist ja nicht so, dass wir in Wien im Ministerium genau wissen, wie Landesschulen, wie Gemeindeschulen ausgestattet sind, wie an der Hauptschule Thesis zum Beispiel die Ausstattung mit Computern ist. Ja, wir haben schon einen Überblick über die Ausstattung. Ja, das ist derselbe Überblick natürlich, den wir auch haben über die Lehrerinnen und Lehrer, weil wir bestimmte Mittelzuteilungen haben von der Zentrale aus, aber eigentlich über die Landesschulräte und also meiner Erfahrung nach sind zum Beispiel die Landesschulen bei uns in Vorarlberg mit Abstand am besten ausgestattet. Sorry, ja. Deutlich, ich rede jetzt von den berufsbildenden Schulen, also die Lehrlingeausbildung. Ich habe gerade vis-à-vis von meiner Schule eine solche gehabt, die war deutlich besser ausgerichtet als beispielsweise die neue Mittelschule vis-à-vis. Und wir waren an der AHS doch sehr gut
gestartet. Also natürlich durch engagierte Leute, weil die entsprechende Ressourcen aufgetan haben. Also das ist sehr derzeit noch sehr individuell. Aber ich halte auch das nicht für das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist sicherlich, dass wir in die Lehrerinnenausbildung die Medienerziehung modernen Musters einbringen müssen und das derzeit nicht gewährleistet ist. Das ist, glaube ich, das Problem, das wir, über das wir diskutieren sollten. Und die Frage, wie wir das herbringen, an den Universitäten mit der entsprechenden Autonomie, ist es schwer umsetzbar. Also wird es Leistungsvereinbarungen geben müssen. So ist derzeit, so hat man das bislang ja auch schon gemacht. Und ohne diese ohne diesen entsprechenden politischen Willen wird sich ansonsten nichts tun. Also das ist die entscheidende Frage. Gibt die Politik hier über Leistungsvereinbarungen den Universitäten in der Lehrerinnenausbildung entsprechende Vorgaben? Setzt sie das selber in der Lehrerinnenfortbildung auch um? Denn das ist dann das zweite Problem, das wir haben. Und ich glaube, das wäre dann der entscheidende Schritt nach vorne. Und da habe ich noch eine Frage. Ja, bitte. Na, ich glaube auch grundsätzlich, dass es bei den Universitäten eben viel schwieriger ist, weil durch diesen autonomen Status man natürlich bei der Universität sich etwas schwerer tut. Bei den pädagogischen Hochschulen, wenn das natürlich mit der Lehrerinnenbildung neu so zusammenwächst, muss man besonders schauen. Aber wir bei den pädagogischen Hochschulen hat man natürlich schon die Möglichkeit, sind nachgeordnete Dienststellen, denen kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad. In der Ausbildung ist es schwieriger, weil natürlich eine tertiäre Einrichtung auch ihre Curricula selber gestaltet. Ich meine, man kann natürlich bestimmte Dinge anregen und Eckpunkte vorgeben. Als Kompetenzfeld ist es auch genannt, aber man kann natürlich nicht das Curriculum quasi als Ministerium schreiben, weil dann wäre es wieder das Problem, dass die Hochschule keine Hochschule ist. Bei der Fortbildung kann man Schwerpunkte setzen. Ja, da kann man wirklich auch zentral steuern gewisse Initiativen. Bei der Fortbildung muss man halt dann auch die Leute gewinnen. Ich glaube auch, dass diese Art von Fortbildung mit Seminaren an einer Hochschule diesem Anspruch nicht gerecht wird. Also wir haben sehr gute Erfahrungen, wenn eine Schule über die Schulleitung, Leiter oder Leiterin sich mit dem Thema aktiv und bewusst auseinandersetzt. Weil dann kann man bei den Kolleginnen und Kollegen dann, das ist so eine Frage auch des Managements und der Kultur an der Schule. Ja. Es gibt EU-Studien, die belegen, dass immer dort das gut funktioniert, wenn die Schule eine Strategie hat, wie gehe ich mit Technologie um und das auch ein integrativer Bestandteil der Schulentwicklung ist oder auch davon also Ziel- und Leistungsvereinbarungen, wie auch immer man das nennt, diesen Qualitätssicherungs- und Steuerungszyklen und so weiter. Ja. Da sehe ich einen wichtigen Ansatzpunkt auch für die Lehrerbildung in Wirklichkeit, weil das ist schon so ein Lernen am Job und im Job und ich sehe da auch bei den Schulleiterinnen und Schulleitern eine Schlüsselrolle, weil dort, wo da Engagement ist, ist die Schule dann auch besser ausgestattet. Also über die Erhalter, die Gemeinden und so rede ich jetzt nicht, da ist auch unterschiedlich, aber in einer AHS hat man ja viel in der Autonomie, was man anschafft und was man kauft. Und ja, also ich kann das alles nur unterstreichen, das ist klar. Nur schauen wir uns die Praxis an und da spreche ich jetzt als Schulleiter einer großen Schule mit 90 Lehrerinnen und Lehrern. Und Sie sind als Direktor einer solchen Schule nicht in der Lage, die Kolleginnen und Kollegen zu verpflichten zu irgendeiner dringend notwendigen Fortbildung. Und das ist natürlich ein Manko. Da ist dieses ganze System in einem Ausmaß unprofessionell organisiert, das in anderen Ländern halt so nicht feststellbar ist. Wenn ich mal, die kennen jetzt die skandinavische Situation häufig zitiert, aber wir sind nicht in der Lage, das wirklich verpflichtend vorzuschreiben. Und wenn, dann halt nur in Kursen, die entsprechend schlecht besucht sind, die man absitzt, wir haben hier diesen Qualitätssprung derzeit in Österreich, oder bringen wir in Österreich derzeit nicht her, weil wir ein System haben insgesamt, wo Lehrerinnen und Lehrer natürlich schon noch, formulieren wir es sehr positiv, sehr individuell darüber entscheiden können, was sie tun wollen und was sie nicht tun wollen,
wo sie sich fortbilden wollen und wo sie sich nicht fortbilden wollen. Und das tut dem System insgesamt halt nicht gut. Was ja ein bisschen erstaunlich ist, ist, dass am Anfang ja gesagt worden ist, die Lehrerinnen und Lehrer haben häufig ein Problem, weil die Schüler mit den Handys in den Unterricht kommen. Okay, jetzt kann ich den Lehrerinnen und Lehrern sagen, wie man dieses Problem lösen kann. Aber sie interessieren sich erstaunlicherweise oft trotzdem nicht dafür. Also von daher irgendwie würde ich die Beobachtung auch unterstützen. Das Interesse ist oft überschaubar. Es gibt viele Veranstaltungen. Übrigens irgendwie die Zusammenarbeit zwischen, also zumindest im Medienbereich, zwischen der Pädagogischen Hochschule und der Universität funktioniert eigentlich ausgezeichnet. Das Problem ist eher, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen das bisher verhindert haben, dass wir gemeinsam was auf die Beine gestellt haben. Wir sind ja optimistisch, dass das jetzt besser wird irgendwie, und da mehr Gestaltungsspielräume auch für Kooperationen irgendwie auftauchen. Aber es ist schwierig, irgendwie Lehrerinnen und Lehrer zu motivieren, da was zu ändern. Und man könnte jetzt ja böse sagen irgendwie, das ist ja bei Schülerinnen, also die reagieren eigentlich ähnlich wie Schülerinnen und Schüler. Wenn die Schülerinnen und Schüler was vorschreiben und sagen, ihr müsst das jetzt machen, dann überlegen die als erstes, wie sie am besten dagegen protestieren können oder wie sie diese Vorschrift unterwandern können. Ja, das machen Lehrerinnen und Lehrer auch, wenn ich das als Vorschrift mache, irgendwie, dann überlegen die als erstes irgendwie, okay, wie kann ich das umgehen? Dass, wenn ich denn schon was machen muss, das mit minimalem Aufwand machen. Und das macht man bei Vorschriften gerne. Von daher irgendwie wäre es eigentlich naheliegender, mal zu überlegen, irgendwie, wo wird die Sache eigentlich für die Lehrerinnen und Lehrer interessant? Wo wird das irgendwie attraktiv? Wo kann ich zum Beispiel Entlastung schaffen? Es wird ja oft gesagt, irgendwie die Arbeit mit neuen Medien irgendwie führt zu höheren Belastungen für Lehrerinnen und Lehrer. Ich wüsste jetzt nicht so viele Untersuchungen, ehrlicherweise, die das nachweisen. Ich hätte eher subjektiv irgendwie den Eindruck, irgendwie das führt zur Entlastung, wenn ich mehr mit neuen Medien arbeite, gerade wenn ich in die Rolle des Moderators gehe. Ja, dann brauche ich nämlich vorher irgendwie mich nur sozusagen ein bisschen auf meine Moderation vorzubereiten und mich nicht sehr aufwendig irgendwie mit allen Details der Inhalte auseinanderzusetzen, weil das machen dann sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In dem Fall die Schülerinnen und Schüler, die dann mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen können, was wünschenswert ist, weil die dann ja auch mehr Verantwortung für sich selber übernehmen. Und das wäre vielleicht eine Richtung irgendwie, in der ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht die Lehrerinnen und Lehrer interessieren kann. Die Kolleginnen von der Virtuellen Pädagogischen Hochschule demonstrieren das ja irgendwie ganz, ganz eindrucksvoll, dass sie da einige Lehrerinnen und Lehrer sehr wohl interessieren, nicht nur sich über neue Medien zu informieren, sondern das auch mit neuen Medien zu machen. Ja, also ich finde auch, diese Fortbildungskonzepte müssen anders gestaltet werden, weil so wie es jetzt ist, ich muss zu einem Seminar irgendwo hinfahren, das ist immer dann an der Schule das Problem, es muss suppliert werden, dann sind die Kollegen vielleicht nicht so gerade glücklich, wenn man länger fort ist, es geht um die Reisekosten, es wird überall gespart. Das mit der virtuellen PH funktioniert recht gut, natürlich erreicht man auch da nur jene Lehrer, Lehrerinnen, die sich ohnehin schon für Medien interessieren. Ja, die große Herausforderung ist eben, wie gesagt, wie finde ich gerade die oder wie kann ich die dafür interessieren, die jetzt so eher der Meinung sind, naja, Medien brauche ich nicht im Unterricht, das bringt mir nichts im Unterricht. Also dieses Positive, und leider ist es ja da gerade so, dass die Medienberichterstattung nicht gerade hilfreich ist, dass ja da oft das Negative an den Medien ist, egal ob es jetzt um Computerspielsucht geht, ob es jetzt um ja, diese Facebook-Partys, die sehr oft in den Nachrichten waren oder sonstiges, Cybermobbing. All das schreckt ja dann zusätzlich noch ab. Wenn ich jetzt schon eher so ein bisschen skeptisch eingestellt bin, dann lese ich das noch oder höre das an allen Ecken und Enden. Ja, dann denke ich mir auch, na okay, das tue ich mir doch nicht an und dann muss ich mich vielleicht auch noch verantworten vor den Erziehungsberechtigten, warum ich das im Unterricht einsetze. Ja, ein Handy im Unterricht, es ist ja auch noch die Ebene der Erziehungsberechtigten mit zu berücksichtigen. Es ist ja nicht so, dass ich als Lehrperson bin ich zwar relativ autonom, aber trotzdem ist es ja gerade im Schulbereich, dass viele andere Personen auch noch mitreden. Diese selbsternannten Experten, Expertinnen. Also, und das sind sehr viele Probleme, die sich gerade im Medienbereich auftun. Das haben vielleicht andere Querschnittsthemen nicht so stark wie eben gerade der Medienbereich. Der Harald hat ja da vorhin schon angesprochen, das ist ja so, dass die Technik sich ja oft sehr schnell entwickelt. Das heißt, das, was auf der Pädagogischen Hochschule jetzt gerade in diesem Augenblick durchgegangen wird,
Da kann man darüber streiten, ob das reicht oder nicht. Das kann ja in dem Augenblick, wo sie draußen sind, schon wieder veraltet sein, weil völlig neue Technologien da sind. Das heißt, dieses Fortbildung oder wie kann man sozusagen alle up to date halten, ist ja tatsächlich eine der größten Fragen, oder? Oder täusche ich mich da? Naja. Also das Argument des Up-to-Date-Haltens mit Wissen und Informationen in der Schule, das Medieneinsatz dringend erforderlich macht, ist ziemlich genau 400 Jahre alt. Und mit genau der Begründung wurde vor ungefähr 400 Jahren das Schulbuch nebst der Lehrerhandreichung als zentrales Mittel eingeführt. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum das mit der neuen Gestaltung irgendwie ein bisschen schwierig ist. Wir haben es da mit einer 400 Jahre etablierten Kultur zu tun. Ja, und Schule hat auch die Funktion, gesellschaftliche Strukturen zu stabilisieren. Deswegen kann man das nicht einfach so über Bord werfen. Dieser Wandel, der geht schon irgendwie relativ langsam. Deswegen ist ja auch die Reichweite von dem, was wir da machen, so groß. Ja, wir machen da jetzt nicht, wir lösen ja jetzt nicht ein Problem irgendwie, das bis nächste Woche Dienstag bestehen wird, sondern das ist ein Zeitraum, der in Jahrhunderten bemessen werden wird, über den wir da jetzt gerade diskutieren. Ja, das ist sozusagen eine ziemlich große Angelegenheit. Computertechnologie wandelt sich eigentlich nicht. Seit 1947 hat sich nichts mehr getan an der Technologie und wird es auch in aller Voraussicht nach in Zukunft nicht tun. Die Oberflächen ändern sich ein bisschen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist etwas höher geworden. Ansonsten ein bisschen, ja gut. Ich sage immer gerne, irgendwie Computer sind wahnsinnig dumm, das aber irre schnell. Und das macht das eindrucksvoll. Das sollte man sich nur vielleicht irgendwie gelegentlich mal klar machen. Das heißt, irgendwie von diesem schnellen Wandel sollte man sich nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Die Ideen, die in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit informationstechnischer Grundbildung diskutiert worden sind, sind nach wie vor aktuell. Das Problem irgendwie, dass ich, wenn ich jetzt nur Digital Literacy im Sinne des ECDL, also der European Computer Driver's License, vermittle, dass ich dann irgendwie nur eine Anpassungsbildung mache, das ist ja in der Pädagogik das klassische Problem zwischen Bildung und Ausbildung. Ja, es ist nicht nur die Ausbildungsaufgabe, die Schulen umtreibt, sondern natürlich auch die Bildungsaufgabe. Dieses Problem ist also auch jetzt kein wirklich neues. Das ändert sich auch jetzt nicht so dramatisch. Die Beispiele, die Anschauungsmaterialien, irgendwie die Praktiken verändern sich ein bisschen. Und das erfordert, dass man auf die Umstände eingeht. Und natürlich haben die historischen Bedingungen, die kulturellen Rahmenbedingungen sich in den letzten 400 Jahren doch ein wenig verändert, glücklicherweise an vielen Stellen. Aber die Frage etwa, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Was haben wir für eine Vorstellung von Demokratie und von einer demokratischen Gesellschaft? Wie wollen wir eigentlich mithilfe von Computertechnologie unsere Demokratie organisieren? Die sich nicht einfach genau so organisieren lässt, wie das mit dem Buchdruck gegangen ist und unter dem Eindruck von Massenmedien, die stellt sich erneut. Aber auch da tauchen alte Probleme auf. Ein einfaches Beispiel: Für Kant war der vernünftige Mensch derjenige, der sich öffentlich äußern kann, der von seiner Vernunft öffentlich, also was wir heute Öffentlichkeit nennen, der von seiner Vernunft öffentlich Gebrauch machen kann. Ja, das ist genau das, was die Kinder und Jugendlichen machen müssten, wenn sie auf Facebook unterwegs sind. Das ist eine öffentliche Darstellung der eigenen Person. Und wenn man das machen will, muss man dazu in der Lage sein, von seiner Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen. Und da kann man nicht einfach irgendwelchen Müll posten oder sich irgendwie auf dümmliches Cybermobbing irgendwie, das ist ja meistens nicht mehr geschickt gemacht, ich würde ja dazu neigen, irgendwie mal Kurse zu machen über Cybermobbing für die Schülerinnen und Schüler, damit sie es wenigstens irgendwie richtig machen, ja, und nicht irgendwie so, vor allen Dingen, wenn die das alle können, irgendwie werden sie es wahrscheinlich lassen, ja, weil ich meine, Cybermobbing macht nur Spaß, wenn ich auch ein Opfer habe, das sich nicht wehrt, ne? Wenn das Opfer sehr wohl weiß, irgendwie, wie man das macht, irgendwie, und entsprechend zurückschlagen kann, irgendwie würde man das, okay, aber das ist, das steht nochmal auf dem, ist sprachtheoretisch ganz interessant, das geht immer. Diese Lücke. Also jemand, der mit schwulen Jugendlichen zum Beispiel zu tun hat, kann ich jetzt das nicht so lustig finden. Nein, ich wollte gerade sagen, nicht? Erstens einmal hat sozusagen die letzten 3 Minuten, die Sie gesprochen haben, schon irgendwie für mich sehr anschaulich gezeigt, dass sich sehr wohl sehr viel verändert hat. Ja? Also der Umgang mit Informationen, das allemal und wie man kommunizieren kann und dass man als Einzelperson sozusagen sehr, sehr viele andere erreichen kann und was das für eine Dynamik sozusagen
sozusagen kriegen kann. Das sieht man ja genau durch die teilweise unbedarften und ahnungslosen Aktivitäten von Jugendlichen eben in den sozialen Netzen. Und ich glaube, dass das auch deshalb kein so wirklich lustiges Thema ist, weil natürlich wir schon die Expertise haben, ja, von beispielsweise der Christiane Spiel, ja, die da in diversen Arbeitsgruppen international tätig ist, dass zum Beispiel dieses Cybermobbing kein isoliertes Phänomen ist, sondern dass es einfach mit Mobbing, das physisch und sozusagen in der Klasse stattfindet, immer gekoppelt ist und so weiter. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich glaube schon, dass das ganz eben in dem Sinn, wie Sie es gesagt haben, nicht? Wie gehen wir miteinander um? Sie sagen, man sollte lernen, wie man miteinander umgeht und gleichzeitig so quasi ist das kein Thema. Ich glaube schon, dass das für die Jugendlichen ein Thema ist und ich glaube auch, dass sie die Schule mit dem Thema auseinandersetzen muss und dass die Lehrerinnen und Lehrer da auch gefordert sind, ja. Und vielleicht, weil das zuerst auch so angesprochen worden ist, die Erfahrung aus unseren Studien, eine gibt es da, ist schon, dass die Lehrerinnen und Lehrer schon auch Fertigkeiten haben, die Digital Natives unter Anführungszeichen bei näherer Betrachtung nicht haben, die sie angesprochen haben, nämlich diese Bewertung, dieses Suchen und Finden. Ja. Das stimmt natürlich nicht, dass die alle auf Knopfdruck alles finden. Das findet natürlich ein akademisch gebildeter Mensch mit einem gewissen Hintergrund, weil der die richtigen Schlagworte eingeben kann und so weitaus besser. Und daher wissen wir ganz einfach, dass die Schüler da oft recht ziellos im Netz herumirren, die Schülerinnen, und nichts finden, überspitzt gesagt, und dass da eine große Herausforderung wäre, dass die Erwachsenen, die Lehrerinnen und Lehrer, das eigentlich recht gut kennen, viele zumindest, das auch entsprechend einbringen. Also ich sehe schon Möglichkeiten, ja. Da braucht man wahrscheinlich diese didaktischen Unterstützungen noch mehr. Ja? Auch dieses, was ich halt wahrnehme, ist immer diese Peer Group auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Ja? Also wenn man sagt, du musst jetzt das besuchen, da gab es ja schon so Initiativen, sogar wo einmal was verbindlich war mit diesen Trägerfächern, wenn Sie sich erinnern, vor, glaube ich, 25 Jahren, wo man den Versuch gemacht hat, Lehrerinnen und Lehrer mit Mathematik, Deutsch und Englisch. Ich war damals selber noch Lehrerin und war Informatiklehrerin und die Hälfte derer, die Kurse besucht haben, haben dann in den Projekten, die wir gemacht haben, auch nicht wirklich mitgemacht. Aber wenn eine Schule das einsetzt und Kolleginnen und Kollegen, weiß nicht, das werden Sie wahrscheinlich besser wissen, das den anderen zeigen und da irgendwo ein Nutzen ist, was du erkennen kannst für dich, dass das auch selber einem was bringt, wenn man es im Unterricht einsetzt, das ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Nicht? Aber das ist nicht, greift halt dann nicht so direkt und immer, aber mit so Buddy-Modellen heißt es, wo sich eine Schule mit einer Partnerschule zusammentut, eine, die schon sehr hoch entwickelt ist und so quasi die andere Schule als Partner mal ins Boot holt und sich die austauschen. Das ist natürlich eine etwas zähere Geschichte als ein Hebel umzudrehen. Aber ich glaube, dass es auch ein guter Weg ist. Dauert wahrscheinlich nicht hunderte Jahre, hoffentlich. Jetzt werden wir so lange diskutieren, bis das Gewitter vorbei ist, damit wir dann trocken haben kommen. Ein Medium, das sich ja seit vielen Jahren recht gut bewährt, ist ja das Buch. Das Buch ist ja auch nichts anderes als ein Medium in Wahrheit. Und die Konzentration der Medien allerdings, die in den Schulen verteilt werden, ist ja nach wie vor das Buch. Ist das zeitgemäß? Na, also Kopien. Kopien werden im Wesentlichen verteilt, Bücher nicht ganz so viel. Also in meiner, also ich habe immer noch meine Schulbücher. Also ich benutze immer noch, ich bin jetzt 45, ich benutze noch immer Schulbücher, die ich mit 16 bekommen habe. Atlanten, jede Menge. Ja. Also bei mir gibt es immer noch die Sowjetunion. Ja. Dann historischer Weltatlas. Benutze ich wahnsinnig gern. Ja. Hilft mir immer wieder, wenn ich dann mal in die Antike irgendwas brauche. Oder so. Nein, aber Bücher haben ja schon auch gewisse Vorteile und auch einen gewissen Reiz. Allerdings sind sie wahrscheinlich nicht mehr in allen Bereichen das Nonplusultra. Also in puncto Lagerfähigkeit von Computertechnologie jedenfalls kaum zu schlagen. Ja? Also das, was ich in der Schule an Computerprogrammen kennengelernt habe, irgendwie das ist durch die Bank weg. Aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel jetzt, man lernt ja als Älterer nicht mehr so leicht, wie man es früher gelernt hat, aber ich habe zum Beispiel recht spielerisch über eine App, zumindest rudimentär Rumänisch gelernt. Ja? Über eine App.
ganz spielerisch. Also ist sozusagen, ist es die Mischung oder was braucht es sozusagen auch von Material her, was man hergibt in den Schulen? Sind es trotzdem die Bücher, die am besten funktionieren, oder gibt es da Erfahrungen oder Studien? Oder sind es auch schon, bräuchte man auch mehr Apps als Unterrichtsmaterial? Wie schaut das aus? Nein, schon zu lange geredet. Ich habe mich jetzt nur so angeschaut gefühlt. Ich schaue alle an. Also aus meiner Erfahrung, finde ich, ist das Medium eigentlich egal. Worüber ich mir klar werden muss, ist zuerst einmal, was möchte ich denn bezwecken? Was ist denn mein Ziel? Und wie ich denn, es gibt verschiedene Wege. Ich kann ja auch zum Beispiel Rumänisch über ein Buch lernen. Ich kann das mit einer CD-ROM. Ja, habe ich versucht. Ja, es funktioniert für jeden anders. Das heißt, das Mittel, und das ist etwas, was wir eigentlich auf jeden Fall auch unseren Kindern und Jugendlichen beibringen müssen. Auch das sind eigentlich nur Mittel. Genauso wie ein Buch ein Mittel ist, wo ich eine Geschichte lesen kann und mich unterhalten kann, wo ich aber auch etwas lernen kann. Und ich weiß, wie ich ein Buch benutze. Ja, also ich habe das einfach einmal gelernt, dass ich aufschlage, Inhaltsverzeichnis anschaue, ich weiß, wie ich lese. Und genau dasselbe ist es ja auch mit den digitalen Medien. Es ist jetzt ganz egal, ob jetzt die Benutzeroberfläche sich ändert, ob das jetzt mehr Speicherplatz braucht, weniger, schneller wird, in kleine Geräte ist oder so früher in diese riesen Kästen hineingepasst hat. Es ist einfach nur ein Mittel. Und das ist für mich so, dass ich möchte das Buch auf keinen Fall missen. Also ich liebe Bücher. Aber ich liebe auch die digitalen Medien. Ich finde, die Mischung ist es. Ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Ich glaube, für mich wird klar, auch aus dieser Diskussion, wir brauchen das Fach Medienerziehung in der Ausbildung. Das ist ganz zentral. Und ich glaube, wir müssten hier auch ein bisschen unterscheiden jetzt, was sind dann die Inhalte dieser Ausbildung. Das wird einerseits sehr stark in die Methodik-Didaktik hineingehen. Wie unterrichte ich das? Was muss den Kindern klar werden? Und ich glaube, es brauchen Schülerinnen und Schüler auch ein Grundwissen über Gefahren. Sprichwort irgendwelche Angaben, die ich mache über Facebook oder wenn ich meinen Namen, meinen Geburtstag in irgendeiner Form da verwende als Verschlüsselungsmöglichkeit, dass das vielleicht nicht gerade so optimal ist. Also es braucht das Know-how, es gibt es in anderen Ländern. In Großbritannien wird das in der Volksschule unterrichtet. Also ich glaube, Media Studies. Ja, ich glaube, wenn wir darüber diskutieren und das in diese zwei Richtungen trennen, dann wären wir einen entscheidenden Schritt weiter. Derzeit wird vieles gemacht. Es hängt aber zusammen mit engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, Schulleiterinnen und Schulleiter. Die spielen da in der Vermittlung, das kann ich nur unterstreichen, Frau Strohmeier, eine ganz entscheidende Rolle für jede Reform, die wir an Schulen durchbringen wollen. Nur, wir haben die Durchgriffsrechte nicht, die haben sie vom Ministerium aus nicht, die haben die Leiterinnen an den Schulen nicht. Also der hängt. Derzeit hängt mir persönlich viel zu viel am Goodwill der betroffenen Kolleginnen und Kollegen an den Schulen. Ich sehe einen skeptischen Ausdruck, aber meine Erfahrung ist eine andere. Ja, also ich glaube schon, dass man im Rahmen der bestehenden dienstrechtlichen Rahmenbedingungen als Führungskraft Möglichkeiten hat, weil sonst könnt ihr meinen Kolleginnen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch nichts anschaffen, könnten alle tun, was wollen. Ich meine, es ist wahrscheinlich manchmal etwas schwieriger, weil man ja nicht sofort sozusagen sich von jemand verabschieden kann. Umgekehrt, glaube ich, ist es halt auch ja, nicht immer möglich, auch nicht in der Wirtschaft, aber das ist sozusagen ein anderes Thema. Ich glaube schon, dass man da Möglichkeiten hat, aber das ist wahrscheinlich auch noch eine eigene Diskussion. Vielleicht noch ganz kurz aus meiner Sicht auf zwei Aspekte, auf das Buch. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist, das so gegeneinander zu stellen. Weil nur ein Beispiel, wir haben ja viele oder einige Projekte, die wir auch ein bisschen begleiten ließen mit dem Tablet, wo wer wissenschaftlich ein bisschen drauf geschaut hat und so weiter. Und diese Erfahrungsberichte aus diesen Tablet-Klassen zeigen zum Beispiel ganz deutlich, dass gerade schwache Schülerinnen und Schüler eigentlich nicht gut fahren, wenn sie alles am Tablet haben.
was irgendwie einleuchtend ist, wenn natürlich, wenn das Tablet ist ja nicht so groß und wenn man jetzt eher optischer Typ ist, dann muss man ununterbrochen zwischen verschiedenen Ebenen hin und her schalten. Wenn man aber daneben noch andere sozusagen Anschauungsmaterialien liegen hat, beispielsweise eben dann das Schulbuch, also tun sich vielleicht sogar schwache Schülerinnen und Schüler mit in Kombination mit dem Buch leichter. Es war nämlich interessant, dass die das praktisch gemacht haben, gesagt haben, sie sehen bei dem Tablet-Einsatz gar nicht vordergründig sofort diese Frage nach der Ablösung des Buches. Weil das wird eigentlich immer so stark assoziiert, entweder ich habe ein Tablet oder ich habe ein Buch oder das E-Book dann da drauf ist auch noch eine Variante, ne? Die leichte Schultasche oder so. Also wir setzen uns da doch stark auseinander. Die Schulbuchaktion hat natürlich ihren mehrjährigen Rahmen, aber natürlich diese Erkenntnisse aus diesen Projekten werden wohl einfließen, denke ich mal mittelfristig, in Modelle, wo man sich so auch abhängig vom Schultyp noch mehr damit wird auseinandersetzen müssen, dass da viel mehr Materialien jetzt verwendet werden zu Bildungsmedien, die selbst gestaltet sind und wie auch immer, und nicht das Buch als ausschließlicher, quasi heimlicher Lehrplan und überhaupt einzige Unterrichtsgrundlage. Das ist sicher ein für die Zukunft wichtiges Handlungsfeld auch, ja. Aber da ist, glaube ich, noch viel offen. Und wenn man schaut, wo sind internationale Studien zu dem Thema, gar so viel gibt es da eigentlich gar nicht. Auch wie so ein Bildungsmedium ideal typisch gestaltet ist und so. Ja. Also da, glaube ich, wäre noch Raum für Forschung. Für die Medienpädagogik zum Beispiel. Ja, also es ist ganz so dünn ist es dann auch nicht. Ja, vielleicht haben wir es nicht gefunden. Da gibt es ja schon irgendwie etablierte Praktiken. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass die Medien sind nicht neutral gegenüber den Inhalten. Das klang ja ein bisschen so an. Das Buch hat natürlich sein Recht und das Buch ist ein zentrales Medium in unserer Kultur, wird es auch bleiben und es bleibt selbstverständlich wichtig. Es ist aber nicht so, dass das Buch die einzig gute, wahre und schöne Möglichkeit ist, sich über Wissen zu verständigen. Und das haben Sie, das kann ich nur unterschreiben, das haben Sie auch gerade gesagt, Medienvielfalt und Methodenvielfalt wäre dann ja quasi die Forderung an die Schulen, keine ganz neue Forderung auch schon bei Comenius zu finden irgendwie. Es ist erstaunlich, wie viel man davon irgendwie schon bei Comenius finden kann. Es mag einen Effekt haben, gerade auch was das Erreichen von unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern angeht, weil es natürlich Schülerinnen und Schülern gibt, die aus der Familie eine hohe Affinität zum Buchdruck mit sich bringen, denen auch die Eltern eine hohe Affinität zum Buchdruck haben. Ich habe aber einzelne Studien entnommen, dass das nicht für alle Schülerinnen und Schüler der Fall ist, sondern das soll auch Schülerinnen und Schüler geben, für die zum Beispiel irgendwie das Fernsehen zentrales Medium ist und die durchaus mehr Zeit vor dem Fernseher als vor Büchern verbringen. Wenn ich jetzt Schülerinnen und Schüler habe, die in ihrem Alltag gewöhnt sind, Wissen aus dem Fernsehen aufzunehmen, und ich präsentiere denen jetzt im Unterricht Schulbücher, dann ist das für die merkwürdig. Das ist irgendwie komisch, ja, weil da bewegt sich nichts irgendwie, man muss da irgendwie umblättern, selber irgendwie. Also die Art und Weise der Auseinandersetzung ist eine ganz andere. Und das ist nochmal eine andere, wenn ich mit Computertechnologie zu tun habe, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, die ihre Nachmittage damit zubringen, die Welt zu retten, Drachen zu töten und sagen wir irgendwie wenigstens Städte zu erobern, ne, die also den Weltraum zu erobern, ne, je nach Gusto sozusagen. Und jetzt komme ich an und sage denen irgendwie, die sollen ein Buch lesen. Ja, das ist also langweiliger geht's ja nicht, ne? Das heißt jetzt nicht, dass Computerspiele wieder irgendwie die richtige Form der Auseinandersetzung mit Wissen sind, aber das spricht dafür, dass ich in den Klassen eine große Heterogenität habe, die Medienvielfalt ist größer geworden, entsprechend sind irgendwie die Medienkulturen vielfältiger geworden und darauf ist es notwendig, ein Stück weit einzugehen und sich zumindest mal zu überlegen, okay, wie hole ich jetzt die Kinder irgendwie in einen Unterricht rein, wenn ich jetzt das Schulbuch als Medium benutze, sodass das für die dann auch interessant und anschlussfähig werden kann. Und ich kann nicht einfach selbstverständlich voraussetzen, dass Bücher sozusagen das richtige Medium sind.
Ich darf vielleicht irgendwie, es gibt da noch eine Problematik irgendwie, die da auch noch eine Rolle spielen mag. Das ist die Kontrolle und Steuerung von Schule mit Hilfe von Computertechnologie. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Wir wollen eher die Pädagogik. Das spielt für die Pädagogik eine erhebliche Rolle, wenn sie alle Schulnoten zentral einsammeln, Bildungsstandards einführen und eine Zentralmatura einrichten. Das wird die Schulen richtig umkrempeln. Und da kann man irgendwie viel über Mediendidaktik und über Tablets und sowas irgendwie reden. Das ist alles irgendwie nice to have. Diese Überwachung und Kontrolle, die da eingerichtet wird, das schafft tatsächlich Strukturen, die auch Konsequenzen haben. Hoffentlich. Ich sehe das überhaupt nicht so negativ, wie das jetzt da herausklingt, bitte. Wir brauchen dringend solche Strukturen, wir brauchen mehr Wissen darüber, was im Klassenzimmer passiert. Da wissen wir zu wenig. Ich würde das nicht mit diesem negativen Ausdruck Überwachung nur darlegen, sondern es ist einfach unzumutbar, wenn wir Klassen haben, und noch einmal, ich spreche da wirklich aus Erfahrung, die das Pech haben, bestimmte Pädagoginnen und Pädagogen über Jahre hinweg genießen zu dürfen und nichts lernen dabei und denen Schule verleidet dadurch. Und ein bisschen Rückmeldung darüber, was in diesen Klassenzimmern passiert, das brauchen wir. Das brauchen wir über die Bildungsstandards, das brauchen wir schlussendlich über die Matura, dann ist es für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu spät, aber für das System, um zu reagieren, ist es dann nicht zu spät. Und derzeit sind solche Entwicklungen an Schulen einfach kaum möglich, und darin sehe ich ein großes Problem. Ja, also ich möchte mich da auch anschließen. Was ich auch nicht richtig finde, ist, dass man so quasi den Spieß umdreht und sagt, jetzt habe ich die Technik und die nutze jetzt so quasi zur Kontrolle aus. Ich sehe den Zugang bei zum Beispiel zentralen, da könnte man lang diskutieren über zentrale Prüfungen, ist ein eigenes Thema, aber vielleicht nur ein Aspekt. Ja. Ich meine, die Technik ist da ein Hilfsmittel, aber es gibt Länder, die haben eine lange Tradition mit zentralen Prüfungen, und dort wird das halt alles irgendwie mit Autos transportiert und in Tresoren eingesperrt oder wie auch immer, ist dort sozusagen einmal grundsätzlich nicht die Technik im Vordergrund gewesen, als man diese Maßnahme aus der vielleicht der Tradition dieses Schulsystems heraus umgesetzt hat. Aber ich glaube sogar, dass das über die positiven Aspekte hinweg, die Sie genannt haben, zum Beispiel nur ein kleiner Sidestep, weil ich auch für Gender zuständig bin und das auch in meinen Bereich fällt. Ja. Wir haben uns einmal gefragt, warum sozusagen es ganz einzelne Länder gibt, wo in Mathematik zum Beispiel die Mädchen besser sind als die Burschen. Nicht? Und was stellt sich heraus? Bei Irland, wenn man da genauer hinschaut, die haben relativ viel zentrale Prüfungen, und die zentralen Prüfungen, stellt sich dann heraus, haben eigentlich den Vorteil, dass die Lehrerinnen und Lehrer eben zu Lernbegleitern werden, mehr so zu Coaches werden, die sozusagen das Interesse haben, die Schülerinnen und Schüler zu qualifizieren und ihnen entsprechend was zu vermitteln, und weniger diese subjektiven oder wie auch immer Stereotypen in dem Fall übertragen werden. Burschen können super gut mit dem Computer umgehen und rechnen, und die Mädchen sind halt mehr die Sozialen, die lesen und so. Da gäbe es jetzt viel, man könnte das extra diskutieren, aber jetzt zu sagen, das ist so quasi die Technik, und die wird da, natürlich ist, muss solchen Aspekten auch Rechnung getragen werden, klarerweise. Nicht? Umgekehrt sagt man ja auch wieder gewisse Transparenz in dem Zusammenhang, wäre für die Qualität auch wieder gut, also ich glaube, so einfach. Also bevor wir jetzt eine Zentralmatura-Diskussion haben, weil ich fürchte, das wäre eine eigene Diskussion, möchte ich doch, weil dann auch der Regen langsam nachlässt, und nachher möchte ich doch auch das Publikum die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen oder auch Stellungnahmen abzugeben, möchte ich mit einer Frage jetzt einmal hier am Podium abschließen. Wir haben sehr viel über Medienerziehung oder Medienpädagogik oder wie immer man das dann nennen möchte, gesprochen. Mich würde mal interessieren, wie schaut aus jeder einzelnen Sicht die ideale Vermittlung von Medienkompetenz an einer Schule aus? Und jetzt fange ich ganz bewusst bei dir an, weil was steht denn jetzt zum Beispiel sozusagen im Programm der Grünen? Und dann können wir auch noch überlegen, vielleicht gibt es da noch Anpassungsnotwendigkeiten oder was auch immer. Also so präzise steht gar nichts im Programm der Grünen drin, aus guten Gründen, weil es eine sehr heikle Angelegenheit. Und ich muss ehrlich sagen, für mich stellen sich da schon
Grundsatzfrage. Ich möchte mit einem ganz einfachen Beispiel beginnen. Wir haben versucht, an meiner Schule dann die Matura im Computer schreiben zu lassen. Am Anfang war das eine furchtbare Aufregung. Was ist da und wie kann man dann das Fehlerprogramm ausschalten und so weiter. Ich habe dann mal die naive Frage gestellt, warum muss man das eigentlich? Warum kann das nicht Bestandteil sein? Okay, da kann man dann diskutieren, in anderen nicht so und Vergleichbarkeit, pipapo. Aber mir würden dann schon so wirklich methodische Fragen vielleicht an Sie auch interessieren. Soll man das zum Beispiel machen? Soll man Aufsätze im Word schreiben lassen? Hat die Handschrift noch einen Wert? Es gibt auch andere Programme als Word. Ja, ja. Okay. Hat die Handschrift zum Beispiel, ich bin mir einfach da sehr, sehr unsicher, ob das uns dann zurückwirft in der Vermittlung schlichter Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler oder nicht. Aber ich glaube, das wären zentrale Fragen, die vorab schon geklärt werden müssen, die meines Wissens, aber da haben wir Spezialisten hier am Podium, die das besser beurteilen können, die aber so wie ich das beurteile, noch nicht geklärt sind. Wir gehen jetzt der Reihe nach einfach. Ja, also wenn und dann, wie gesagt, das andere habe ich ja schon versucht zu erläutern, das wäre dieser kritische Umgang, dieses Bewusstsein, was da alles passieren kann, wenn ich mich nach außen öffne, über Facebook oder sonst etwas, diese Macht der Medien auch, ich glaube, das kann man und soll man mit Schülerinnen und Schülern diskutieren. Was ist, wenn ich Google verwende? Es gibt andere, würdest du jetzt da wahrscheinlich gleich antworten, Suchmaschinen ja auch noch. Und Zeitungen und Fernsehsender und Bücher auch. Aber wenn Google, glaube ich, 70, mehr Werbeeinnahmen hat als sämtlichen gedruckten Zeitungen in den USA, habe ich letztens gelesen, dann wird die Macht dieses Konzerns natürlich dann auch klar. Und jetzt reden wir noch gar nicht von Tochterfirmen und so weiter. Ich glaube, das sind schon auch Elemente, die wir in der Schule zu vermitteln haben. Also dieses Wissen, dann die technischen Fähigkeiten und für Pädagoginnen und Pädagogen ganz entscheidend die methodischen und die didaktischen Fragestellungen. Aber ich habe mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben. Das ist der Sinn einer grünen Bildungswerkstattsrunde. Ja. Gut, also ich antworte gleich einmal auf die Frage, Texte am PC, Laptop, wo auch immer zu schreiben. Natürlich ja, also ich habe jahrelang an einer Handelsakademie unterrichtet. Bei uns war das üblich, die Reife- und Diplomprüfung Deutsch und dann später auch Englisch oder Fremdsprache am PC zu schreiben, auch mit eingeschalteten Rechtschreibprüfungsprogramm. Weil das einfach ja, praxisgerecht ist. Ich würde in der heutigen Zeit, wenn ich weiß, okay, dieser Text geht jetzt nach außen, der muss jetzt gut sein, würde ich doch auch jedes Hilfsmittel verwenden, warum auch nicht. In der Volksschule auch schon, wenn ich kurz unterbreche? Ich würde es nicht nur, natürlich hat auch das Handgeschriebene seine Berechtigung und ich denke, es gibt ja auch verschiedene Lernertypen. Der kinästhetische Lernertyp, der braucht eben einfach dieses Motorische, diesen Akt des Schreibens. Ich. Ja, also da ist das, ja, da ist das ganz, ganz wichtig. Und ich finde, auch hier ist wieder die Vielfalt, die es macht. Ja, manche Kinder auch schon in der Volksschule haben ein großes Erfolgserlebnis, wenn sie am Computer schreiben dürfen. Ich habe eine 4,5-jährige Tochter, die findet das ganz toll, wenn sie Mama am Computer tippen kann. Sie versucht es zwar mit der Hand genauso, aber das wird halt motorisch noch nicht so schön, wie sie es gerne hätte. Am Computer schaut es toll aus. Aber eben einfach beides. Und das ist für mich eben auch das Wichtigste, auch die Frage, ja, wie schaut die ideale Medienerziehung aus in der Schule für mich integrativ? Ja, also wirklich jedes Fach sucht sich einfach das, was kann ich mit den Medien einfach besser vermitteln als mit einem Buch. Ich denke zum Beispiel an Geografie, warum nicht jetzt irgendein Google Maps oder ein ähnliches Tool zu verwenden oder auch am Smartphone die Karten zu verwenden, ist doch viel praxisgerechter, als wenn ich mit dem Atlas arbeite. Ja, und bin natürlich da aktueller. Aber es hat alles seine Berechtigung. Wichtig ist, dass ich einfach mir als Lehrer, Lehrerin bewusst bin, wann setze ich was ein
und dass ich mir vor allem auch bewusst bin über Sachen wie Urheberrecht. Das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges, was auf Schulen immer mehr zukommt. Was darf ich denn verwenden? Copyright und so weiter. Dass ich da als Lehrer, Lehrerin einmal dieses Hintergrundwissen habe und das dann auch weitergebe. Aber am besten, ja, für mich wäre das ideal, wenn, und mein Wunschtraum, wenn jeder Lehrer, Lehrerin das für sein, ihr Fach ideal einsetzt. Und auch individuell für Schüler und Schülerinnen. Natürlich, ja. Also ich habe immer Schummelzettel geschrieben, damit ich den Schummelzettel nicht brauche. Richtig, ist eine sehr gute Lernmethode. Bitte. Na gut, jetzt ist ja schon sehr viel gesagt. Ich Medienkompetenz. Nur wieder anschließen. Ja, naja, ich glaube genau, dass die Aspekte eben anknüpfend an die Realität, diese starke Nutzung sozialer Netze ist ja genau in dieser jugendlichen Gruppe besonders, mit dem muss man sich auseinandersetzen, weil da können auch nachhaltig auch negative Wirkungen für die jungen Menschen entstehen, wo ich mir denke, da ist sicher die Schule auch gefordert, zu sensibilisieren, auch für die Geschäftsmodelle, ja, die dahinter sind, eben eh bei Google und Co. oder wie auch immer, wie funktioniert das mit den Monopolen im Zusammenhang mit Software. Es ist ja auch der Auftrag sozusagen, sowohl Microsoft-Produkte als auch Open Source ist unsere Philosophie, und die Schüler sollen diese und Schülerinnen die verschiedenen Welten kennenlernen. Das ist jetzt ein spezieller Aspekt. Aber darf ich die Frage noch präzisieren? Soll Medienkompetenz zum Beispiel ein eigenes Fach sein? Oder sollte es sozusagen in jedem Fach automatisch mit eingewoben werden? Naja, das ist eine polarisierende Diskussion, die schon lange geführt wird. Ich habe es eh einleitend gesagt. Es hat wahrscheinlich beides irgendwie was für sich. Ich plädiere aber grundsätzlich auch für den integrativen Ansatz. Ja. Auch aus pragmatischen Gründen, weil ich habe das eh gesagt, sie haben wirklich eine, würde ich jetzt sagen, Warteschlange von so quasi potenziellen Gegenständen, und das reicht bis erste Hilfe, sage ich jetzt einmal. Ja. Sie haben immer das Muster, eine gewisse Lobby, möchte ich fast sagen, forciert ein bestimmtes Querschnittsthema zum Gegenstand und erhofft sich davon so quasi, ja, dass das jetzt alles super und viel besser wird. Ja. In Wirklichkeit ist die Gefahr natürlich schon, dass alle anderen sich dann irgendwo so zwei Schritte zurück machen, gerade die Unwilligen, und sagen, na super, hast eh das Fach, Medien, Kunde oder wie auch immer man das nennt. Natürlich würde auch was dafür sprechen. Im Moment halte ich das auch nicht für realistisch, und unser Zugang ist einfach auch der integrative, und ich glaube auch, warum ist das nicht realistisch? Ich frage nur. Naja, weil sie... Politisch, oder? Na, ich halte es eigentlich für nicht realistisch, 5, 6 neue Unterrichtsfächer einzuführen. Und wenn es dann die Gesundheitsbildung gegen die Medienbildung aufwiegen, werden sie von denen, die sich für Gesundheitsbildung einsetzen, hören, dass die Gesundheit überhaupt das Allerwichtigste ist. Und wenn schon, dann muss es dieses Fach sein. Also das ist sozusagen immer so ein Thema, wo man so nicht antworten kann, ja, das machen wir jetzt und dann wird alles besser. Ich glaube schon, dass der Zugang ist integrativ, und das würde ja auch der rechtliche Rahmen hergeben. Wir haben ein Unterrichtsprinzip E-Learning, wir haben ein Unterrichtsprinzip Medienbildung, und es gibt eigentlich die auch aus den Lehrplänen in der neuen Mittelschule, im Lehrplan ist das eigentlich sehr gut verankert. Wir geben auch da starke Hilfestellungen, dass das auch in der Schule greift, und zwar von den Lehrerinnen und Lehrern halt in ihren Fächern wahrgenommen wird. Das hat wirklich den Mehrwert, dass man da sinnvolle Anwendungen auch hat, die man in einem isolierten Fach so ja gar nicht machen könnte. Nicht? Also ist eh viel angesprochen worden. Ja? Also die ganze Frage der Texte und mit der Handschrift sozusagen, die Diskussion noch ganz kurz, die heute, also ich glaube, optimal wäre, dass man nicht so stark polarisiert bei gewissen Fragen. Ja? Jetzt die Handschrift oder der Computer, ich bin keine Volksschulexpertin und so, wird aber mit dem alten Argument, wenn dann das Gerät nicht funktioniert, kann ich gar nichts mehr machen, würde ich mich auch nicht wohlfühlen, so wie beim Rechnen, mit dem Taschenrechner. Nicht? Also wahrscheinlich ist es doch ganz gut, wenn man schreiben kann. Medienkompetenz in der Schule. Wie schaut es idealerweise aus? Ja, wir haben ja Buchkunde als Unterrichtsfach, gewöhnlich als Deutsch bezeichnet. Es wäre
vielleicht an der Zeit zur Kenntnis zu nehmen, dass die Anzahl der verfügbaren Medien in den letzten 100 Jahren doch ein bisschen gestiegen ist und es vielleicht dann doch jetzt mal an der Zeit ist, diesen Gegenstand ein bisschen von Buchkunde zu Medienkunde weiterzuentwickeln. Was die Medienkompetenz angeht, das an aktuellen Gegebenheiten wie Facebook oder Google festzumachen, wäre absurd. Facebook und Google werden genauso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgekommen sind. Das war bei der Entwicklung dieser Technologien in den letzten 30, 40 Jahren irgendwie immer wieder der Fall. Das wird an der Stelle nicht anders sein. Da braucht man kein Hellseher für zu sein, dass die entsprechenden Entwicklungen, die da stattfinden. Das ist eine Orientierung an kurzfristigen aktuellen Problemen, die eine Maßgabe für eine Gestaltung von Schule eigentlich nicht hergeben können. Die Maßgabe für Medienkompetenz sollte sein, dass es darum geht, die Selbstbeherrschung von Entscheidungsimpulse setzenden Akteuren im Blick auf eine verantwortlich gestaltete, solidarische Zukunft zu gestalten. Und wenn ich das mache, dann kann ich eine Medienkompetenzentwicklung, die zunächst mal stark an Handlungsorientierung zurückgreifend, also den Umgang mit Medien naheliegenderweise in den Mittelpunkt stellt, die eine kreative Gestaltung, und zwar, wie das in der Formulierung aus den 60er Jahren so schön hieß, auch über das bestehende Mediensystem hinaus, das heißt im Blick auf eine offene Zukunft in den Mittelpunkt rückt und die natürlich eine kritische Gestaltung und kritische Reflexion ermöglicht, nicht unbedingt nur im Blick auf die Frage, wie ich jetzt verantwortlich mit Facebook umgehe, sondern auch vielleicht im Blick auf die Frage, was hat eigentlich Facebook mit der Durchsetzung neoliberaler Interessen unserer Gesellschaft zu tun, ermöglichen, damit ein bisschen über das Klebenbleiben an aktuellen, vielleicht jetzt gerade zufällig mal brennenden Problemen hinausgeht. Insofern irgendwie ist Medienkompetenzvermittlung ein bisschen mehr als nur den Umgang mit den gerade aktuellen Medien in den Mittelpunkt zu rücken. Das sollte natürlich auch eine Rolle spielen. Ohne Anschauung geht es im Unterricht bekannterweise nicht. Die Anschauung erfolgt aber im Blick auf die Bildung des Menschen und die muss man dabei im Blick halten und nicht nur die gerade aktuellen gesellschaftlichen Probleme. Gut, vielen Dank. Wir machen jetzt einfach mal, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, bitte warten, bis das Mikrofon da ist, weil es wird ja gefilmt und dann sonst hört man die Frage nicht. Gibt es irgendwelche Anmerkungen oder Fragen oder sonstiges? Bitte. Ich sammle aber jetzt dann mal und dann kann man, also schreibt es ruhig mit. Also ich habe eine Bemerkung zum Herrn Swerz. Also wenn Sie sagen, es hat sich nicht viel getan in den letzten 400 Jahren und seit 1947 sowieso nicht, dann empfinde ich das anders und andere, also meine Eltern empfinden das noch einmal anders. Ja? Es hat sich sehr wohl etwas getan von der Forderung, die Sie gesagt haben, wir müssen lernen zu wissen, was wir da benutzen, womit wir umgehen. Ich habe sehr lange Jahre, wenn ein Problem an meinem Computer war, habe ich geschaut, woran liegt es denn, um das beheben zu können. Ja, indem ich halt mich erkundigt habe oder gegoogelt habe oder in Foren mich herumgetrieben habe und dann ist es gegangen. Inzwischen habe ich schon lange aufgehört, mich zu fragen, warum das nicht geht, sondern ich schaue nur mehr, dass es wieder geht. Ja. Und ich bin ausgeliefert, dass ich da sozusagen, das Gerät an sich, was mir da an Technologie mitgeliefert wird, wovon ich 90% nicht brauche, es aber trotzdem kaufe oder kaufen muss, das ist ja das Nächste, das überfordert mich, obwohl ich mich relativ viel damit beschäftige. Und das Zweite ist, was die Politik, denke ich, mir liefern muss, ist, ich komme aus dem Fremdsprachenbereich und aus der Lehrerinnenfortbildung auch, und wenn ich sehe, was da auf den Markt kommt, gratis oder werbebasiert oder zu kaufen an Produkten, dann nehme ich wahr, dass, das empfinde ich, so 90% Schrott ist, was da daherkommt und dass zum Teil im Fremdsprachenunterricht zumindest ein Rückschritt ist in Richtung Behaviorismus. Es fehlt komplett eine Instanz, die approbiert oder wie man das auch immer taufen könnte, die eine Lernzielbeschreibung hergibt, die überhaupt Metadatenstandards definiert, was ist brauchbar, wofür, für wen, was ist besser, was ist schlechter für die Zielgruppe oder für dieses Kind, dass das diese Talente mitbringt und das nicht.
Das, im Moment habe ich das Gefühl, werden die Lehrenden damit komplett alleine gelassen noch. Und es gibt zaghafte Versuche, einzelne Initiativen, von denen ich das Gefühl habe, das wird mehr dem Zufall überlassen oder den einzelnen Leuten, die da etwas machen. Also ich hole im Moment mein Wissen vielfach aus guten Facebook-Gruppen, vielfach, weil da viele sind, die mitbewerten und das sind Gruppen, denen ich mehr vertraue als halt anderen und einzelnen Initiativen, aber im Grunde bin ich überfordert mit dem, was da täglich auf mich zukommt und da würde ich mir von der Politik erwarten, dass sie da sehr schnell, sehr aktiv wird und da sich damit auseinandersetzt und das ganze Thema OER, das kommt dann noch einmal dazu und Copyright und das Ganze, das ist ein Riesending, das im Moment völlig ungelöst ist. Also wenn ich unterrichte, egal ob ich das in der Lehrerinnenfortbildung mache oder in der Ausbildung, im Grunde bin ich die halbe Zeit kriminell unterwegs, weil ich Materialien verwende, wissentlich oder nicht wissentlich, die ich eigentlich nicht verwenden dürfte. Danke für die Frage, weil Urheberrecht war sogar eine Frage, die ich ursprünglich noch auf der Liste stehen hatte, die ich auch fragen wollte. Bitte. Zwei Gedanken. Zum einen eigenes Unterrichtsfach. Wollte ich mal nachfragen, was ist das letzte Unterrichtsfach, das neu eingeführt worden ist? Informatik, nehme ich an, also so für AHS, BHS. Also wie lang dauert es, ein neues Unterrichtsfach einzuführen? In der BHS zum Beispiel bin zwar... Gut, da wird es ein bisschen schneller gehen, aber wenn es Pflichtschule und AHS... Nein, Sie haben ja über die Schulautonomie ohnehin sozusagen ständig die Möglichkeit, Gegenstände zu definieren. Das will ich gleich einmal festhalten. Es gibt Schulen, die machen Medienkunde da. Also das kann man nicht so beantworten, wann hat die Zentrale das letzte Mal einen Gegenstand eingeführt, sondern es gibt ja schon lange auch die Möglichkeit, quasi individuell an der Schule einen einzuführen. Aber angenommen, also wir finden jetzt... Ich sage das auch ganz offen, ich führe auch nicht Buch, aber ich sehe eine Änderung sozusagen in der Philosophie, im Bildungswesen, wo man doch dieser Fächerkanon etwas aufweicht, was ich übrigens auch für sinnvoll halte, Schulen Schwerpunkte setzen können, aber ich antworte jetzt, obwohl sie sammeln wollen vielleicht. Und ein zweiter Punkt, der mir ein bisschen, der immer meiner Ansicht nach ein bisschen gestreift worden ist, und wo ich schon auch jetzt mit den neuen Medien auch irgendwie eine Neuerung sehe. Ich habe durch die ganze neue Technologie viele Medien, in denen viel, viel weniger Gatekeeper und viel, viel weniger Verleger, Kontrolle, weil auch in der Diskussion gesagt worden ist, dass die Jugendlichen dann, wenn sie im Internet suchen, nichts finden. Ich finde das größere Problem ist, dass sie alles finden. Also sinnvolle Dinge. Das ist das Gleiche. Der Schwerpunkt eben drauf, dass irgendwie auch vor allem Dinge gefunden werden, wo jetzt nicht nur die Relevanz sozusagen für das jeweilige Thema fehlt, sondern halt einfach auch die Qualität fehlt. Weil ich kann mich im Internet wunderbar darüber informieren, von verschiedensten Verschwörungstheorien, von allen möglichen physikalischen Theorien und die Fähigkeit zu entscheiden, ist das jetzt etwas, auf das ich mich halbwegs verlassen kann oder ist das jetzt etwas, was mir jemand einreden will, das ist, glaube ich, eine der zentralen Kompetenzen und die ist mir ein bisschen untergegangen in der Diskussion. Also ist immer so angestreift worden und deswegen wollte ich es noch einmal explizit reinbringen. Vielen Dank. Bitte. Mich würde interessieren, was Sie, oder eine Veranschaulichung dessen, was es heißt, eine Maschine zu beherrschen und zu nutzen und auch als Herrschaftsinstrument zu installieren oder wie Sie das ausdrücken, im Sinne einer Bildung. Also was heißt es eigentlich, eine wirkliche Bildung mit neuen Technologien umzusetzen? Was Sie damit meinten oder dass ich das verstehe, würde mich interessieren. Ja, ich würde vorschlagen, wo immer, Sie sind am meisten angesprochen worden, dann fangen wir jetzt auch bei Ihnen an und gehen jetzt die Reihe durch. Ich versuche mich kurz zu fassen.
Wenn Sie gelernt haben, wie digitale, elektrische, Turing-mächtige Maschinen funktionieren, dann können Sie sich viel Ärger sparen und wahrscheinlich auch relativ einfach auf neue Entwicklungen einstellen, weil die alle innerhalb der Logik dieser Maschinen operieren. Was die Metadatenstandards angeht, so wie Sie das beschrieben haben, ist das sehr schwierig, weil Sie als Lehrerin die Verantwortung für die Methode, mit der Sie in Ihrer Klasse arbeiten, nicht so ohne weiteres abgeben können. Das lässt sich nämlich nicht vorhersagen. Ich kann nicht vorhersagen, unter welchen Bedingungen welches Material bei welcher Zielgruppe gut funktionieren wird. Das verlangt irgendwie die verantwortliche Entscheidung von Lehrpersonen. Und es wäre klüger, sich zu, also Methoden zu überlegen, wie ich diese Verantwortung wahrnehmen kann, als zu versuchen, das an Metadaten abzugeben. Wir haben ganz viel Metadaten gemacht. Es gibt ja so Metadatensysteme. Ich habe selber irgendwie 15 Jahre lang so Metadatensysteme entwickelt und bin darum sehr skeptisch, was die Reichweite dieser Metadatensysteme angeht. Die Frage war, glaube ich, nicht jetzt die direkt für mich. Das Beispiel mit der Herrschaftsausübung, das ist ein ganz einfaches und naheliegendes Beispiel ist, die Fähigkeit, sich am demokratischen Diskurs zu beteiligen. Öffentliche Meinungsäußerung. Das ist etwas, was durch Internettechnologien ja mehr Leuten möglich geworden ist. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist eine alte Forderung irgendwie bei Kant schon, aber ich meine, wer konnte das schon lesen und schreiben? Ja? Das war eine herrschende Elite, über die da geredet worden ist. Jetzt reden wir auf einmal über ganz viele Menschen. Und damit verantwortlich umzugehen, und da auch verantwortlich zu diskutieren, ist in der demokratischen Gesellschaft ziemlich wichtig. Ich sage das immer gerne so, wir haben offensichtlich an vielen Stellen eine Schwierigkeit damit, dass Menschen Macht ausüben, das aber nicht verantwortlich tun. Ja, das knallt ja irgendwie immer wieder und da scheint mir irgendwie ein erhebliches Problem zu sein und eine Weiterentwicklung nötig zu sein. Jetzt habe ich irgendwie den Anschluss zu der Frage gerade bekommen. Eine spannende Sache, gerade in der Hinsicht, ne, was jetzt auch unter demokratischem Gesichtspunkt wichtig ist, ist diese Widersprüchlichkeit von Wissen. Ist keine neue Erfindung. Platon und Aristoteles waren auch schon nicht einer Meinung. Also eine Pluralität von Methoden ist im Wissenschaftsbetrieb wohl etabliert, das ist zentral, das ist wichtiges Merkmal von Wissenschaft. Und im Wissenschaftsbereich in Universitäten weiß man damit umzugehen. Da gibt es entsprechende Riten, da gibt es entsprechende Praktiken, mit denen das aufgefangen wird. Dieses Problem des Umgangs mit inkommensurablen Wahrheiten trifft jetzt auf einmal eine breite Masse der Bevölkerung, die darauf nicht vorbereitet ist. Und das führt zu erheblichen Schwierigkeiten. Und eine Schwierigkeit, die damit verbunden ist, ist, das macht Angst. Wenn Sie darin nicht entscheiden können, dann bekommen Sie Angst. Und wenn Sie Angst haben, dann werden Sie unter Umständen empfänglich für einfache Wahrheiten. Und das Schwierige daran ist, es gibt keine einfachen Wahrheiten. Zumindest nicht in der Wissenschaft. Wir liefern keine Heilsversprechen und wir liefern auch keine Erlösungsversprechen. Ja, das kann Wissenschaft nicht. Man muss also lernen, mit solchen Diskursen und solchen widersprüchlichen Wahrheiten umzugehen. Und wie man das macht, das kann ich Ihnen natürlich sagen. Ich meine, ich unterrichte Wissenschaft an der Universität, ja, und das ist sozusagen Alltagsgeschäft irgendwie. Das geht jetzt runter in Schulen und das läuft schon ein gutes Stück weit. Vorwissenschaftliche Arbeiten sind seit diesem Jahr? Ja, es gibt sie schon länger. Es gibt sie schon länger, aber sie sind jetzt irgendwie flächendeckend, werden sie jetzt gerade eingeführt. Und daran kann man das schön sehen. Dann lernen die Schülerinnen und Schüler nämlich irgendwie mit diesen Pluralitäten irgendwie der wissenschaftlichen Wahrheiten umzugehen.
Hoffentlich. Wie die Praxis dann aussieht, irgendwie, da kann man vielleicht skeptisch sein. Ne, das ist ja so die interessante Frage, ne, wo kriege ich die Lehrerinnen und Lehrer hin, die das jetzt ihrerseits wieder können irgendwie und damit umgehen können. Nicht alle haben vielleicht irgendwie so die wissenschaftlichen Methodiken und wissenschaftliches Denken irgendwie so präsent irgendwie, aber gut, die Tendenz ist vielleicht sichtbar. Da haben Sie mir den Ball eh ganz gut zugespielt. Ich denke mal, ein gutes Beispiel, wo ich ja sagen muss, dass ich mit der Nase also mehrfach drauf gestoßen bin in Gesprächen bei Lehrerinnen und Lehrern, ist das Thema Wikipedia und alle Schüler beziehen natürlich, Schülerinnen beziehen natürlich ihre Informationen dann aus Wikipedia und kopieren das halt raus und basteln dann das Referat oder so. Soll das auch bei Lehrern schon beobachtet worden sein. Auch, ne? Auch in anderen Sphären soll das ein Thema sein, aber wie auch immer. Genau da ist ja der Punkt, wo man sinnvoll anknüpfen könnte und auch sollte, indem man das irgendwie thematisiert und auch die Entstehung dieser Beiträge und die Regulierungsmechanismen dieser Online-Enzyklopädie und so weiter hinterfragt. Ja? Oder selber über ein eigenes Wiki sozusagen anfängt im Sinne, da gibt es jetzt, das ist eine philosophische Frage, ob man Konstruktivistin ist oder nicht, oder wie auch immer, was wahr ist. Nicht? Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das ein Beispiel, wo man auf jeden Fall als Lehrerin nicht einfach unhinterfragt akzeptieren sollte, dass das zum Einsatz gelangt und ohne dass man auch das hinterfragt, eben wie ist das zu bewerten, nicht? Und auch vielleicht Beispiele hat, wo das auch missbraucht worden ist oder negativ ist. Aber vielleicht zu der Kollegin von vorher mit den, also ich unterstreiche mal grundsätzlich, dass dass dieses Thema sehr wichtig ist. Ich habe es zuerst nicht genannt, darum bin ich froh, dass Sie es genannt haben. Ich sehe einen ganz wichtigen Bereich in diesem Thema Inhalte, also E-Content jetzt so quasi vom technischen Begriff her, und auch diese Frage der Qualitätssicherung in dem Bereich, also was wahrscheinlich unrealistisch ist, ein riesiger Qualitätssicherungsapparat, der so quasi in Gang gesetzt wird und in Gang gehalten wird, der ununterbrochen alles. Könnte das Internet selbst nicht auch so eine Regulierung sein? Ich wollte gerade sagen, was wahrscheinlich sehr wegweisend ist, ist wahrscheinlich das, was Sie gesagt haben. So quasi auch ein gewisser Selbstregulierung, ohne dass ich Sie auf das jetzt zurückverweisen will, selbstregulierender Mechanismus, der so qualitätssichernd wirkt, weil andere, die das benutzen, gut finden. Ja, kann man jetzt auch wieder diskutieren, was damit transparent wird, aber wie auch immer, glaube ich, ist das gut. Was ich schon glaube, ist, ohne dass ich jetzt den Überblick habe, aber dass da gerade kommerziell viel angeboten wird, was nicht didaktischen Standards, die man eigentlich in der Schule als Sprachlehrerin sonst anlegt, standhält, war wahrscheinlich aber vorher auch schon so, und da merkt man es halt besonders. Was wir gerade tun, nur so als quasi Licht am Horizont oder als Hinweis, bei den Apps gibt es jetzt auch Bestrebungen in die Richtung zu gehen, dass man doch auch das Wissen, das aus gewissen Gruppen ja einfach auch schon kommt, Sie werden das wahrscheinlich auch wissen, da gibt es Apps, die andere schon angeschaut haben, die andere bewertet haben, und was jetzt fehlt, ist so, im Moment ist oft der Link in Richtung Dritter, die das auch gern hätten und die nicht in diesen Gruppen schon drinnen sind oder so, nicht? Weil aus unseren großen Schulnetzprojekten gibt es jetzt schon, was die Apps anlangt, natürlich so gewisse Bewertungsinitiativen und Empfehlungen, aber ich glaube auch, dass es nicht richtig ist, man kann keinen staatlichen Apparat in Gang setzen, der den Anspruch hat, da die Qualitätssicherung bis zum letzten Produkt sozusagen vorzunehmen und Empfehlungen abzugeben. Aber als Thema, glaube ich, ist das enorm wichtig, und ich glaube, dass da Hilfestellungen nötig sind. Also das nehme ich gern auf und mit, das beschäftigt uns auch. Also. Sonst, glaube ich, war jetzt nichts, wo ich oder Fach habe ich schon beantwortet. Ja, also gleich zu anschließend zu dem Thema Informationsfülle, das ja auch gerade für Lehrer, Lehrerinnen ein großes Problem ist, wo finde ich denn etwas Brauchbares? Genau das ist es ja auch, womit unsere Schüler, Schülerinnen auch zu kämpfen haben. Ja, ich finde alles, bloß wo finde ich es und
was ist das Richtige zu finden. Das geht eben auf das, wie bewerte ich denn etwas. Das ist etwas ganz Wichtiges und ich glaube, das ist noch ein ziemlich ungelöstes Problem. Es gibt eben so viele Initiativen, ich kenne ja auch viele Gruppen, ich bin auch in vielen Facebook-Gruppen, wo ich extrem viele gute Informationen finde, aber manchmal ist es einfach schwierig, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Ich glaube, das, was wir alle, sowohl unsere Kinder, Jugendlichen, als auch wir als Erwachsene lernen müssen, ist einfach mit dieser Fülle umzugehen und das auszuwählen, das irgendwie rauszufiltern, Kriterien zu finden oder auch irgendwie uns so zu organisieren, dass wir eben so wie in diesen Facebook-Gruppen, jemand sagt, okay, du, da habe ich etwas, das ist brauchbar, möchtest dir das auch einmal anschauen, dieses Wissen teilen, das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung, die in den nächsten Jahren sicher nicht geringer wird. Ja, vielleicht nur zwei, drei Gedanken dazu, dass ich mir nicht anmaßen, da mit den Spezialisten mitzuhalten diesbezüglich, aber ich glaube, bildungspolitisch möchte ich gerade anknüpfen an die Frage, wann ist das letzte Mal ein neues Fach eingeführt worden? Ich glaube, das Zentrale ist, dass wir wegkommen von den Fächern künftig. Wir wollen alle und fordern von Schule vernetztes Denken. Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler kombinieren können. Wir wollen bewusste Absolventinnen und Absolventen unseres Schulsystems haben und unterrichten Chemie, Physik, Biologie getrennt und so, als ob das miteinander nichts zu tun hätte. Und der Professor hat es ja angesprochen, das Beispiel Medienkunde ist ja ein typisches Beispiel. Ja, wenn ich von der Buchkunde, die Sie genannt haben, ausgehe, also sprich das Fach Deutsch, wenn ich jetzt das wieder in den Fächerkanon übersetzen darf, da haben wir natürlich riesigen Handlungsbedarf. Und da sehen wir, glaube ich, auch, dass sich das schlicht nicht mehr trennen lassen kann. Wir müssen Deutsch und Geschichte und Geografie, gerade wenn wir das mit Medien kombinieren, vernetzt denken und auch unterrichten. Und von daher, ja, unseren Schulen wird eine Revolution bevorstehen müssen, wenn wir antworten wollen auf die Entwicklungen. Und da können wir jetzt sagen, es hat sich viel getan, es hat sich nichts getan. Da ist auch beides richtig, natürlich. Die Frau Strohmeier weiß es besser als ich, dass die Schularchitektur, von der wir jetzt nicht gesprochen haben, aber hier auch einen wesentlichen Punkt steht. Wir haben immer noch Kasernenlösungen größtenteils. Statt dass wir Lerninseln schaffen, dass wir Begegnungsstätten an den Schulen schaffen, Diskussionsmöglichkeiten und kleinere Arbeitsplätze, da sind uns andere Länder schon weit voraus. Ich glaube, wir müssen alle diese Dinge anpacken, und zwar wirklich nicht zuerst das und das und das, sondern wir müssen an allen Rädchen, und das ist die große Schwierigkeit, gleichzeitig drehen. Und vielleicht abschließend noch eine Bemerkung zu den Qualitätsstandards und zu den Sicherungsmodellen. Ich meine, wir haben im Bereich der Mathematik-Matura beispielsweise und auch der Deutsch-Matura gesehen, wie schnell das Internet reagiert auf entsprechende Defizite. Ja. Und wenn es das nicht gegeben hätte, wäre die Reaktion nicht so schnell erfolgt. Das sind schon Selbstreinigungskräfte, von der Reinigung sind wir ein bisschen entfernt, aber zumindest das sind Kontrollmöglichkeiten, die auch funktionieren, wie wir sehen. Also da ist zumindest bezogen auf den Inhalt ist sehr, sehr viel möglich. Ich würde meinen, dass wir die Diskussion der Frage der Qualitätsstandards eher in Richtung Didaktik, Methodik führen sollten. Ich glaube, dass wir bei den Inhalten von einer zentralen Einrichtung ganz sicher überfordert sind. Aber was mich so interessieren würde, wäre dann eher die Frage, wie wir das schaffen in der Methodik, in der Vermittlung und in der Didaktik. Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, möchte ich mich einfach mal an dieser Stelle herzlich bedanken für die Diskussion, fürs Kommen, für das Fragen. Zum Abschluss nur noch ein Satz. Vielleicht, ich bin ja nun ein Kind der 80er Jahre und ich bin in den 80er Jahren in die Schule gegangen und ich hatte lauter 1 und 2 in der Matura und in Mathematik einen 4er und war wirklich nicht schlecht in Mathematik, aber ich habe wirklich etwas ganz Wesentliches gelernt im Mathematikunterricht. Die Kurvendiskussion hatte ich am nächsten Tag schon vergessen.
aber ich weiß, wie man einen Taschenrechner bedient und das hilft mir bis heute. In dem Sinne vielen Dank und schönen Abend noch.